Muss ich jetzt alle töten? Na gut, dann töten wir halt alle. Jetzt? Kann ich wieder zurück, oder was? Das war's? Das war's anscheinend. Okay. Fliegen wir zurück, geben Quests ab. Was sagt er hier? 67, sagen wir mal 70. 72, 73% könnten wir erreichen. Und da haben wir ja schon wieder knapp 3/4 des Levels. So, ich hoffe, das war dann so halbwegs verständlich von wegen Let's Play, Aufnahmezeit, Gesamtzeit, Bearbeitungszeit und so weiter. Natürlich, wenn du dann sowas wie das Tausender Special machst, da bist du dann natürlich einiges länger unterwegs. Da bist du ja dann schon 1,5 Stunden beim Aufnehmen, bist du knapp 3 Stunden beim Rendern, bist du knapp 2 Stunden am Hochladen. Mann, geh doch weg, du Kackvogel. Oh, dass ich immer zu groß bin für die Türen, ist unglaublich. So, von dir gibt's nur Erfahrung. Was hast du denn jetzt schon wieder? Geht nach Akmas Hammer, sucht den Eisnebel auf und macht ihn zu einem Mitglied und Anführer der Hordenstreitkräfte. Alles klar. Die ewige Sonne leitet uns. So, was wisst ihr jetzt? Beschafft euch den Steuerungsring des Leylinienfokus und verwendet ihn, um Informationen vom Leylinienfokus am Glimmstrand zu erhalten. Alles klar. Hier, stopp, warte auf mir. Kommandant der Korkron? So schaut's aus. Ach, guck mal, wer da steht. Kollege Eisnebel aus Eisnebel. Grüße. Servus, Oberhäuptling. Ibens, was Habt geht? Günstige Winde. So, jetzt wurde er einmal vereidigt. Blöde Kuh, stehst mitten im Weg. So, schön, wenn man mal schnell eben ein ganzes Volk für seine Zwecke verpflichten kann. Ups, jetzt bin ich gerade gegen Mikro gestoßen. So, vielleicht. Nein. Nee, komm, die sind... Da werden wir zu viele Werte abgezwackt. So, Folgequest hat er keine. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ein paar gesammelte Quests abgeben. Nein, 3, 4, 3, 3. Sprecht mit Kollege Walnok Windzürner in Akmas Hammer. Machen wir dann, aber hier haben wir erstmal noch ein paar Waffen der Geißel für dich und es gibt Hose mit Willenskraft. Wow. 6, 6, 6, 4. So, 38, 64, 17. Für die Horde. So, dann geht's da drüben weiter. Da müssen wir auch noch ein paar Quests abgeben. Wie schaut's denn aus? Wir haben... Boah, 81. Dann wird's doch noch was mit dem Level up, ha? Huh? Ach Mist, was war das jetzt? Bla, bla, bla. Hä? Sprache des Todes. Kehrt zur... Achso, dann müssen wir einfach nur zurückkehren und die Quest wieder abgeben. Hallo. Was? Oh, ein Todesritter. Morgen ist auch noch ein Tag.
Oh, da haben wir jetzt... Achso, da müssen wir hier... blaue, grüne und rote Steinchen müssen wir da sammeln von Mobs. Dann haben wir hier hinten noch eine Quest. Was braucht ihr? So, was möchte ich jetzt? Geht nach Eisnebel, benutzt Weinox Leuchtpistole um einen Kriegsreiter. Oh, das ist geil. Das ist eine tolle Quest. Die macht Spaß. Die machen wir jetzt auch gleich, bevor wir hier impfen oder sonst irgendwelche Mumpitz machen. Wir brauchen die Leuchtpistole. Was ist das da? Das sind die Impfstoffe. Blutgemme, Frostgemme, Unheiliggemme, Leuchtpistole. Da jetzt dann schön ein bisschen Luftkampf machen. So, Leuchtpistole. Ich bin doch in Eisnebel. Was soll denn das? Jetzt sind wir in Eisnebel. So, komm her, mein Kriegsreiter. Aufsitzen. So, der Zweier war der Große, der Einser war der Kleine, ne? Jo. Sowas spiele ich immer gerne aus der Ego-Perspektive, weil hier, da siehst du ja oftmals nicht, wo du eigentlich hinballerst. Deshalb Ego. Aber die Typen hier erstmal platt. So, mal kurz hochgeheilt. Komm her! Eigentlich ist es ja weniger ein Luftkampf, sondern eher so eine Art stationäres Geschütz. Wie früher, da gab es immer so ein uraltes DOS-Spiel, das sich das Boot nannte. Da hast du ja auch so ein stationäres Geschütz gehabt. Da kamen da Flugzeuge an und du warst dann da drin und war immer ganz lustig. So. Was? Ach scheiße, jetzt habe ich das Ding irgendwo hingeballert. So, schauen wir kurz. Schaut gut aus. Ekelhaftes Vieh. Hallo, wieso hat er nicht gezählt? Hä? So, da unten ist doch immer so ein ganzer Schwarm von diesen fliegenden Typen gewesen. Oder sind wir da schon durch jetzt? Nein, erst 12. Hallo, Fliegetiere? Ah, jetzt ja. Ein paar Mal Obacht. Jawohl. 4 auf einen Streich. Jawohl. So, 20. So, komm schon. Mann, du blödes Vieh, zappel mal nicht so rum. Jetzt haben wir es doch. Sehr schön, 22. Ah, und hier haben wir wieder mal so einen Nuklearschlag rein. Bams, 25, sehr schön. Wir können uns verkrümeln. Und dann können wir jetzt endlich Tiere impfen. Jetzt ist es soweit. Hurra. Oh. Ihr könnt nur in Eisnebel fliegen. Nein, ich kann überall fliegen, weil ich der übelste Typ bin. Hey. So, das Ding kommt weg und jetzt Tiere. Die armen Tiere, denk doch mal dran. Kritzli, Schnee. Ja, müssen wir die vorher oder nachher impfen, ist die Frage. Ach, da müssen wir sowas hinschleudern. Warum greift er mich jetzt an, wenn ich ihn doch geimpft habe? Da bringt doch die ganze Scheißimpferei nix, wenn ich das Vieh eh wieder abschlachte. Ja, war ja klar. Na gut, dann töten wir sie halt alle.
Mir egal, komischen Tiere. Huch. Sind jetzt ungefähr 10 Stück. Wie schaut es denn dann hier aus? 85% knapp. Ein bisschen müssen wir noch. Der hat mich gar nicht angegriffen. Shit. Anscheinend muss ich nur weit genug wegstehen, damit er mich nicht bemerkt. Nein. Sehr gut. Wahnsinn. Ein Wurf. Sehr gut. Na? Okay, die Bären, die werden sich zum Problem entwickeln. Die wollen sich irgendwie nicht so impfen lassen, verstehe gar nicht wieso. Kleine Spritze in fetten Wanst von so einem Bären? Ist doch nicht weiter tragisch. Ach du Idiot. Na egal, ich habe geimpft. So, ich brauche noch zwei lustige Bären, bitte. Zwei Bären für mich hier. Oh, was will denn der Hirsch hier? Jetzt muss mich der Bärenfrieden lässt, weißt du? So, lauf, 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 lauf. Bären impfen. Sehr schön, dann haben wir die jetzt alle geimpft. Was müssen wir hier? Eine gefüllte unheilige Gemme. So, benutzen absorbiert unheilige Mächte in die unheilige Gemme. Kann auf Fürst Wallenhall nur angewendet werden, wenn seine Gesundheit unter 35% liegt. Ja, diese nur unter x% Sachen, das ist immer so eine kleine Frage. Weil mit der Zeit machst du einfach so enormen Schaden. Da musst du teilweise echt schon ein paar Sachen ausziehen, damit du den Typ nicht wegnatzt. Deine Quest machen kannst. So, hallo, du komischer Fürst. So, stopp. Kanalisieren muss ich ja auch noch. Jawohl. So, als nächstes brauchen wir dann noch die Blut- und die Frostgemme. So, da müssen wir nach, nicht nach Halle, sondern, ach, huch, ach, ist ein Kollege. Ja, da könnten wir eigentlich Schneebeutel auch noch machen. Hier, was kriegen wir denn hier? Hier kriegen wir 5000 Erfahrungspunkte. Wow, hey! Ja, nee, ich beschwere mich nicht, um Gottes Willen. Jeder Erfahrungspunkt bringt uns weiter. So, jetzt holen wir uns aber dennoch erstmal die Frostgemme. Müssen wir eigentlich für die Quest nach oben oder nach unten? Das ist jetzt die Frage. Schauen wir mal fix nach unten, weil dann können wir die ja noch schnell abgeben, weißt du? Tut ja nicht weh. Außerdem, unser Inventar schaut doch ganz gut aus. Okay, wir müssen nach oben. Dann würde ich sagen, begeben wir uns doch mal fix nach oben. Normalerweise musste man hier immer mit so einem blöden Drachen hochfliegen. So von wegen, oh, sag mal, darf ich da mal ein Stückchen hochfliegen und so? Ich meine, ihr habt mir hier die Aufgaben gegeben. Ich muss Hissen machen und dann, ja, warte ich ja zumindest mal, dass ihr mich da hochschickt. So, da gibt's wieder einen ganzen Arm voll Quests, wie man auf der Karte schon sieht. Hallo. Wie darf ich helfen? So, du kriegst das hier und ich krieg bestimmt hier jede Menge Quests. Seid gegrüßt. So, er möchte, dass ihr 3 Peitschersamen zu ihm zurückbringt, okay? Willkommen! Ja, hallo! Beschützt das Stundenglas. Ach, das ist cool.